Dunkelblaues Bild. Eine Einblendung. Sven leidet am Usher-Syndrom. Eine Krankheit, bei der man sein Hör- und Sehvermögen verliert. Die Schrift verschwindet. Svens Ohr- und Hörgerät sind zu sehen. Eine Einblendung. Sven hat nur noch 15% Hörvermögen und ist seit 2010 vollkommen blind. Die Schrift verschwindet und eine Einkaufsstraße wird gezeigt. Sven läuft mit einem blinden Stab durch die Straße. Eine Einblendung. Jetzt will er den Jakobsweg unterstützt von 7 Assistentinnen gehen. Sven wird eingeblendet. Okay, Sven, wir sind soweit. Der im Dunkeln seinen Koffer packt. Sven steht vor einem bunten Haus mit einem Rucksack auf dem Rücken und zeigt in Gebärdensprache Buen Camino. Almut reicht ihm ihren Arm. Gut, dann können wir starten. Sie führt ihn die Stufe hinunter. Stufe? Susanne steht hinter der Kamera im Bild. Als ich diesen Film begann, wollte ich die klassische Heldenreise. Mein Held war Sven, ein taubblinder Mann, der sich vorgenommen hatte, 800 Kilometer durch Spanien zu laufen. Silke? Ja? Silke läuft auf Sven zu und nimmt seine Hand. So, und jetzt gehen wir auf den Jakobsweg. Silke, genau. Sven und Almut haben ein Lächeln im Gesicht. Das erste Mal hat er ja vor etwa 20 Jahren davon geträumt. Und jetzt ist er hier, unglaublich. Als ich diesen Film begann, wollte ich in die Welt eines Taubblinden eintauchen. Und das tat ich. Wolken ziehen auf und es gewittert. Sven läuft durch einen Tunnel. Viele kennen Einsamkeit nicht. Ich bin daran gewohnt, allein zu sein, zu Hause. Aber hier allein zu sein, ist noch schwieriger. Silke steht im Flur und streicht sich über die Stirn. Im Nebenraum streitet sich Sven mit seinen Assistentinnen. Silke geht. Ich muss früher abbrechen und heimfahren, weil ich das mit dem Streiten nicht länger aushalte. Ich suche dich, damit ich dich daheim habe. Ich brauche dich. Ist das ein Wort für dich? Ich brauche dich. Eine Schnecke kriecht über einen verregneten Asphalt. Sven läuft mit Iris durch den Regen. Beide Köpfe sind gesenkt. Sven hat die Augen zu und hat ein trauriges Gesicht. Kannst du beschreiben, wie es dir geht, Sven? Allein. Dann entscheid dich so. Aber ich möchte, dass wir das zusammentragen. Er fasst sein schmerzendes Knie an. Ich bin auch am Ende. Wer ist für mich da? Kein Mensch! Ja, er sprach ja davon, in Santiago wird sich alles ändern. Er möchte so sein wie wir. Und er wird allerdings immer Assistent brauchen. Ein Hund schaut mit seiner Schnauze durch einen Zaun. Ich bin hier, Sven. Christopher nimmt Sven in den Arm. Sven vergräbt sein Gesicht in Christophers Schulter. Manuela kommen die Tränen. Silke sitzt auf dem Bett. Ich glaube nicht, dass es schafft. Also ich glaube nicht, dass die Assistenten das schaffen werden. Manuela steht im Flur vor Sven. Sven, wo liegt dein Problem? Ich verstehe es nicht. Wieso misstraust du uns? Svens innerer Kampf in Dunkelheit und Stille offenbarte mir eine bittere und erschreckende Wahrheit. Mir wurde klar, dass das Problem nicht die Distanz von 800 Kilometern war, sondern der Abstand einer Armlänge. Sven steht alleine auf einem Steinhügel. Eine Armlänge Welt wird eingeblendet. Jetzt erhältlich.